Heute, am 5. November, beginne ich mit meinem Bericht. Ich schreibe nicht aus Freude am Schreiben. Es hat sich ebenso für mich ergeben, dass ich schreiben muss, wenn ich nicht den Verstand verlieren will. Ich habe diese Aufgabe auf mich genommen, weil sie mich davor bewahren soll, in die Dämmerung zu starren und mich zu fürchten. Denn ich fürchte mich. Von allen Seiten kriecht die Angst auf mich zu. Und ich will nicht warten, bis sie mich erreicht und überwältigt. Was für eine Perspektive nimmt eine ökumenische Jury ein, wenn sie ihre Preise vergibt? Geht es um gesellschaftliche Fragen oder um Moral und Ethik? Der Film Die Wand von Roman Julian Pelsler hat die Jury überzeugt. Nach der Preisverleihung hatten wir die Gelegenheit, mit dem Regisseur des Films ein Gespräch zu führen. Our prize goes to the Austrian production Die Wand, directed by Julian Roman Pelsler. Thank you very much. Thank you to the jury. It was a pleasure to be here at the Berlinale, and it's a great honor now to win this prize. Herr Pelsler, wie fühlt es sich an als Gewinner des Ökumenischen Filmpreises? Naja, das fühlt sich sehr gut an. Es war eine große Freude, die ganze Woche über hier bei der Berlinale zu sein, und jetzt diesen Preis zu gewinnen, ist eine große Ehre, die mich jetzt natürlich mit Stolz und Freude erfüllt. Und sie ist für mich auch so eine Bestätigung, dass dieser Film Menschen erreicht. Und das war mir auch sehr wichtig, weil es ja eine sehr stille Geschichte ist. Welche Beziehung haben Sie persönlich zur Religion, zum Glauben? Ja, der Glaube ist etwas sehr Wichtiges für mich, vor allem für meine Arbeit. Es gibt keinen Film von mir, in dem nicht der Glaube zentrales Thema ist. Abgewandelt in verschiedenen Schattierungen setze ich mich immer damit auseinander, sowohl in meinem Leben als auch in meiner Arbeit. Sind Sie christlich, katholisch aufgewachsen oder was ist Ihr Hintergrund? Ja, ich bin katholisch aufgewachsen. Ich komme aus Österreich, Steiermark, aus dem Baltental, und St. Lorenzen im Baltental ist eine der ältesten Diözesen in der Steiermark. Und ich war in meiner Kindheit, war ich natürlich lange Ministrant. Und auch jetzt ist es so, dass ich immer noch in die Kirche gehe. Ich stehe natürlich manchen Entscheidungen der Kirche in Rom sehr kritisch gegenüber, aber das hat nichts zu tun mit meiner Einstellung zur Kirche im Allgemeinen. Diese Auszeichnung der ökumenischen Jury, hilft die, um Distributors und die Networks mehr davon zu überzeugen, dass sie ihren Film zeigen sollten? Ja, dieser Preis der ökumenischen Jury ist natürlich eine große Hilfe beim Verkauf, weil, wie ich schon sagte, ich wollte meinen Film ja einer Frauenrechtskämpferin Aung San Suu aus Burma widmen, aber aufgrund der erfreulichen Entwicklungen in Burma war das nicht mehr nötig. Aber ich denke doch, dass dieser Film helfen soll, dass die Stimmen von Frauen, die gezwungen sind, hinter Wänden zu leben, lauter durch diesen Preis werden und gehört werden können. Welches Fazit zieht die Präsidentin der ökumenischen Jury, Angelika Obert, nach 10 Tagen Berlinale? Gab es ein aktuelles Thema, dem die Filmemacher besondere Aufmerksamkeit schenkten?
Es wurde gesagt, dass es das Festival der arabischen Revolution ist. Für mich ist das gar nicht mal so deutlich geworden. Für mich ist es das Festival, wo viel von, wie soll man sagen, zerstörten oder schwierigen Familienbeziehungen die Rede ist und auch das Festival, wo die Schwierigkeit, überhaupt in stabilen Beziehungen zu leben, das Thema ist. Und welcher Film ist dir nun speziell in Erinnerung geblieben? Es gab nicht viele Filme, die mich völlig hingerissen haben, aber es gab viele Filme, die doch sehr interessant waren und was Besonderes waren. Also ich will nicht über diesen Jahrgang meckern, kann aber auch nicht sagen, dass ich das ganz große Erlebnis dabei hatte.